Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniel und wir rocken heute wieder zusammen. Also erstmal ganz entspannt, starten wir mit dem Warm-up, kreist die Schultern nach hinten. Und Ellbogen mitnehmen. Und Becken kreisen. Richtung Wechsel. Und zu den Knien. In die andere Richtung. Und lockern. Arme ausstrecken zum Beat. Langsam nach vorne. Und öffnen. Kreis. Richtung Wechsel. Und wir gehen zusammen in den Squat. Einmal tief. Achtet auf eure Knie. Auf. Tief. Auf. Tief. Auf. Und halten. Übergang vor in die Plank, achtet darauf, Schulter über Handgelenk, eine Linie, kreisen, Richtung Wechsel und langsam zurück, Rücken gerade und tief bleiben. Wir kommen zur ersten Übung, rechtes Bein kreuzt vor dem anderen, auf, zurück in den Squat. Jetzt nehmt ihr das andere Bein nach vorne, ka, tief, ka, tief. Tief, sehr gut. Step, tief, ha, tief, immer bounce, bounce, tief, bounce und halten. Übung Nummer 2, wir kommen zum Boden, ein Arm aufsetzen, ein Bein durch, in der Mitte durch, in den AC. Von hier, Chest Pop zur Mitte, wir gehen zur Seite, Side to Side Push-Up, Arme parallel, oberes Bein knicken, Kopf zurück zur Mitte, ha, Chest Pop. Zur anderen Seite. Ta. Immer das obere Bein angewinkelt. Zurück. Ta. Tief. Ta. 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 Kleine Armvariation. Hoch. 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 Achtung, wir setzen das obere Bein jetzt auf und pushen hoch. Becken hebt mit ab, Arme parallel. Wieder tief, zurück zur Mitte, Chest Pop. Das gleiche auf der anderen Seite. Geht zur Seite, oberes Bein angewinkelt. Push-up nach oben, Becken hebt mit ab, Fuß am Boden. Tief, zurück, Cup. Absetzen, hoch, tief, Mitte, pa, ta, hoch. Tief, Mitte, ta. Sehr gut. Einmal die Ellbogen zusammen, Handgelenke kreisen. Komm, vor und zurück. Und Richtung wechseln. Einmal lockern. Übergang zurück nach oben. Linkes Bein ran, rechts raus, Becken hoch. Über die Seite kommt ihr wieder hoch in den Stand. Weil der Übergang ein bisschen komplizierter ist, machen wir den jetzt ein, zwei Mal. Starten im Squat, einen Arm aufsetzen, Bein durch in den L-Sit. Von hier starten wir Side-to-Side-Push-Up. Zurück nach oben, links ran, rechts raus, Becken hoch, über die Seite und locker. Locker in Bewegung kommen. Okay, Leute. Wir starten jetzt mit der ersten Übung. Ganz, ganz wichtig, wir gehen jeder in seinem Level, okay? Auch wenn wir gleich bei der ersten Übung jeden Beat machen, könnt ihr immer wieder zurückkehren zur ersten Variation und Level 1 machen, okay? Erstes Intervall starten wir zum Kennenlernen, halbes Tempo. Zweites Intervall machen wir auch noch halbes Tempo, damit ihr euch sicher fühlt. Erst im letzten Intervall gehen wir jeden Beat. Bei den Side-to-Side-Push-Ups gleich sehr ähnlich, okay? Nochmal, zur Wiederholung. Wir starten im Squat. Rücken ist gerade. Rechtes Bein kreuzt über die Seite. Ka.
zurück in den Squat. Das gleiche auf der anderen Seite. Sprung, Squat. Sprung, Squat. Sprung, Squat. Okay? Gehen einmal tief. Komm vor. Und einmal ablegen. Zur Seite. Und kommt hoch. Hoch. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push-up nach oben. Kommt zurück in den Squat. Von hier starten wir gleich. Lockern. Erstes Intervall, zweites Intervall, halbes Tempo. Ganz, ganz locker, ganz entspannt. Okay, wir gehen in den Squat. Rechtes Bein beginnt, über Kreuz, halbes Tempo. Off, bounce, tief, bounce, tief, off, step, squat, step, squat, pa, tief, pa, tief, step, tief, pa, tief, off. Alles geschafft, durchhalten und locker lock. Entspannt euch, noch einmal halbes Tempo, danach gehen wir jeden Beat, okay? Lockert einmal die Beine, gehen zurück, nach unten. Auf geht's, Intervall 2. Go. Tick. Tick. Oh. Squat, off, ha, squat, ha, squat, ha, tief, durchziehen, komm. Gleich geschafft. Und break, locker. Ein letztes Intervall noch. Jetzt gehen wir jeden Beat, okay? Auf geht's. Squat. Halt zusammen tief. Rechtes Bein beginnt. 5, 6, 7. Go. Tief. Tief. Durchziehen. Gleich geschafft. 2, 10. Okay, Leute, lockert einmal eure Beine. Wir kommen zur zweiten Übung. Übung Nummer 2, Side-to-Side Push-Ups, okay? Einmal noch zur Wiederholung den Übergang zum Boden. Ich komme von hier oben. Squat-Position. Übergang. Einarm aufsetzen. Ein Bein durch, L-Seat. Von hier starten wir zur rechten Seite. Hände immer parallel, ganz wichtig. Starten hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Immer auf 1 und 5 sind wir in der Mitte, Chest Pop. Noch einmal, wir gehen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 1. Ab Intervall 2 könnt ihr, wenn ihr möchtet, versuchen, mal den Fuß abzusetzen und hochzugehen. Absetzen, hoch, tief, zurück. Das machen wir alles halbes Tempo. Ganz locker. 5, 6, 7, 8. Go. Ka, 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 ka. Oh. So, als nächstes setzen wir den Fuß auf und gehen richtig hoch, okay?
Nur für die, die wollen. Alle anderen machen ganz normal weiter, okay? Wir starten. Chest Pop. Halbes Tempo alles. Oh. Ta. Ta. Hoch. Tief. Ta. Ta. Hoch. Tief. Oh. Ta. Ta. Hoch. Tief. Oh. Ta. Ablegen. Ab. Tief. Oh. Ta. Ta. Hoch. Tief. Und Break. Lockert, einmal zurück, Beine hoch. Nächster Intervall, wählt ihr wieder eure Variante aus, okay? Entweder Fuß aufsetzen und richtig hoch oder ganz normal ohne Becken abheben. Mitte. Mitte. Und Break. Okay, Leute, lockert einmal eure Handgelenke. Wir kommen zur Routine. Heißt, wir kombinieren jetzt beide Übungen ohne Intervallpause. Das Schwierigste daran ist jetzt der Übergang, aber den üben wir nochmal. Linkes Bein ran, rechts raus, Becken hoch, über die Seite, kommen wir zurück in den Squat. Von hier starten wir die erste Übung. Noch einmal, wir starten die halbes Tempo, damit ihr auch nicht durcheinander kommt. Rechtes Bein kommt vor das linke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bis die Musik einzählt, dann kommt der Übergang. Zum Boden. Ha. Von hier Side-to-Side Push-Up. Wenn ihr möchtet, mit Becken hoch. Alles halbes Tempo. Ganz locker, okay? Dann kommt wieder der Übergang zurück nach oben. Linkes Bein ran, rechts raus. Becken hoch, über die Seite und dann seid ihr wieder im Squat. Alles klar soweit? Dann lasst uns loslegen. Einmal die Beine lockern. Wir gehen alle zusammen tief. Auf geht's, rechtes Bein. Ta. Ta. Tief. Oh. Step. Tief. Durchziehen. Achtung, Übergang zum Boden. Side to side Push-Up. Oh. Ka. Tief. Hoch. Tief. Ha. Tief. Up. Tief. Übergang nach oben. Runde 2. Seid frei mit den Armen. Achtung, Übergang zum Boden. Go. Up. Down. Und zurück nach oben. 5, 6, 7, 8. Letztes Mal und nach unten. Achtung, wir starten jetzt zur anderen Seite. 5, 6, 7, 8. Go. Achtung, Übergang, zurück nach oben. Runde 3. Übergang zum Boden. Wir starten nochmal zur anderen Seite. Komm. Thank you.
Übergang. Zurück. Durchziehen. Kopf. Und locker. Okay, Leute. Nur noch Stretching. Dann haben wir es geschafft. Setzt euch entspannt auf den Boden. Wir nehmen den Übergang, den wir gelernt haben. Nehmen ein Bein über das andere, kreisen locker unser Fußgelenk. Und Richtung wechseln. Und switch. Lasst euer Bein einfach ganz locker. Und wir nehmen ein Bein raus zur Seite. Jeder so weit er kommt. Seite wechseln. Beide Beine grätschen, Arme vor und wir wandern langsam nach vorne. Versucht immer die Ellbogen Richtung Boden zu tappen. Zehenspitzen zeigen nach oben, Beine gestreckt. Jeder nur so weit er kommt, macht euch keinen Stress. Langsam aufrichten, Füße zusammen. Und wir wechseln Knie zur Brust, Rücken gerade. Und Seite wechseln. Ja, Knie zur Brust, Rücken gerade. Und lösen. Drehen uns einmal auf den Bauch. Gehen hoch. Zehen fest in den Boden. Und lauft langsam zu den Füßen. Kopf und Schultern hängen lassen. Und einmal Wirbel für Wirbel aufrollen. Ein Arm über die Brust, Schulter tief. Und einen Arm strecken nach oben. Leicht zur Seite. Zurück zur Mitte, Seite wechseln.
Stretch. Und einmal Wirbel für Wirbel abrollen. Kopf und Schultern locker. Und Beine beugen und Wirbel für Wirbel langsam hoch. Okay, Leute, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Schönes Wochenende. Ciao.